Wir reisen nun in den Kanton Bern und schauen zu, wie Emmentaler Käse gemacht wird. Diese Käsesorte ist vielleicht die bekannteste auf der ganzen Welt. Emmentaler wird auch in Frankreich, Deutschland und in vielen anderen Ländern hergestellt. Aber das Original kommt nur aus dem Emmental in der Schweiz. Es gibt keine Käsebohrer. Es ist auch unwahr, dass die Schweizer Armee dafür da ist, Löcher in den Emmentaler zu schießen. Aber sie sind nun mal da, die Löcher im Käse. Ob es an der Kuhmilch liegt? In aller Herrgottsfrühe, im Emmental, unweit Bern. Die Kühe werden schon vor Tagesanbruch gemolken. Auch hier ist Zeitgeld. Die Morgenmilch muss möglichst schnell in die Käserei. Alpenmilch ist eine kostbare Ware. Die Produktion ist mühsam. Es kommt auf jedes Gramm an. Die frische Morgenmilch wird mit der des Abends gemischt. Es ist angeheizt. Die Käseproduktion kann beginnen. Ja, gut 1000 Liter erstklassige Milch braucht man für so einen 90 Kilo Leib. Tja, Emmentaler ist teuer. Kostet rund 2500 Mark dieses Gerät. Der Test macht schwarz. Ja. So. Der Pilz ins Innenleben. Ja, so muss er sein. Herrlich, nussartiger Duft. Kirschgroße, gleichmäßig geformte Löcher. Und so eine gelbbraune Rinde, gelber Teig. Jetzt kommt Kälberlab rein. Die Sache wird gerührt und bei exakt 32 Grad gerinnt die Milch durch Enzyme. Der Käsemeister zerschneidet dann mit einem Rührinstrument, der sogenannten Käseharfe, die geronnene Milch. Dadurch trennen sich Käsemasse und Wasser. Mit einer Art Netz, dem Käsetuch, wird schließlich die Masse aus dem Kessel gehoben. Bisher war Fingerspitzengefühl, jetzt ist Muskelkraft gefragt. Der erste Akt ist geschafft. Die Käsemasse kommt schließlich in eine Form. Hier wird sie 20 Stunden lang gepresst. Der Emmentaler wird zu einem großen Rad geformt. Danach geht's weiter ins Salzbad. Der Käse wird dann bei wechselnden Temperaturen monatelang gelagert. Die Rinde ist fest, Kohlensäure kann nicht mehr entweichen. Die Löcher entstehen. Auch eine Form, Löcher reinzukriegen. Allerdings nur zu Testzwecken. Und dann lässt man ihn reifen. Und je länger der Käse liegt, umso herzhafter, umso aromatischer ist der Geschmack. Herzhaft deftiger Käse, herzhaft edle Gerichte. Der Klassiker, Kässpätzle mit geriebenem Emmentaler oder gratinierter Emmentaler mit gefülltem Kalbsrückensteak und frischen Steinpilzen.